Hallo und ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier. Wir testen heute wieder ein paar DM-Neuheiten live. Ich fand so ein paar Produkte sehr, sehr interessant, die neu im DM eingezogen sind. Und was das Ganze hier mit diesem krassen Augen-Make-up auf sich hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich würde sagen, wir starten direkt. Los geht's. Viel Spaß dabei. Starten wir zuerst einmal mit diesem Gesichtswasser hier, was in sehr besonderer Form kommt, wie ich finde. Und zwar ist es ein Rosenwasser, was man mit einem Sprühkopf hat. Man kann das Ganze natürlich auch wie gewohnt auf einem Wattepad aufgeben und sich dann im Gesicht aufgeben. Aber zum Sprühen finde ich das eine coole Sache. Das Ganze kann man sowohl auf der nackten Haut, auf der nackten gereinigten Haut oder eben halt auch auf dem Make-up aufsprühen, so als frische Kick. Das Ganze wirkt beruhigend und erfrischend und ich habe das natürlich in beidseitiger Form für euch getestet. Also schauen wir uns einfach mal meine Testergebnisse an. Was ist das denn? Habt ihr das gesehen? Nochmal. Also, der Sprühnebel, es riecht angenehm, aber... Ja, jetzt ist es besser. Also die ersten Sprüher waren etwas hart, aber jetzt geht's. Ich nehme mal hier so einen Setting-Schwamm und drücke das Ganze mal in die Haut ein. Oh, es riecht super, super angenehm. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es jetzt klebt oder so. Also bis auf diesen harten Strahl, muss ich sagen, gefällt es mir auf jeden Fall auf der nackten Haut schon mal sehr gut. Man kann das Ganze auch übers Make-up geben, sagten sie. Ich probiere es einfach mal. Oh, dieser Geruch ist... wirklich sehr, sehr angenehm. Das liebe ich ja auch so an MAC Fix Plus zum Beispiel. Ja, der Geruch kommt dem sehr nah. Sehr, sehr angenehm. Und auch der Nebel ist jetzt leichter nach ein paar Mal Sprühen. Finde ich richtig gut, ja. So, und jetzt habt ihr mich eben schon sowohl ungeschminkt als auch geschminkt gesehen. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon direkt zum Augen-Make-up, was euch wahrscheinlich schon brennend interessiert. Es ist eine neue Palette in die NYX-Theke eingezogen, die mich sofort gecatcht hat, die ich unbedingt ausprobieren wollte und habe das einfach mit euch jetzt gemeinsam gemacht. Es geht hier um die Aquaria-Palette von NYX. Die hat so unfassbar schöne Farben. Ja, anhand der Farben könnt ihr wahrscheinlich auch schon erahnen, dass es sich bei diesem Augen-Make-up um diese Palette hier handelt. Ihr mögt es ja immer ganz gerne, wenn ich ein paar mehr Farben aus einer Palette teste, damit ihr euch da genau ein Bild von machen könnt. Und das habe ich diesmal gemacht. Ich habe wirklich ausschließlich diese Palette hier verwendet und das draus kreiert. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt auch mal im Detail an. Und ich starte direkt mit diesem gelben Ton hier. Dafür nehme ich so einen... ja, fluffigen Blenderpinsel. Kommt gut Farbe drauf. Und gebe mir das Ganze jetzt erstmal hier in die Lidfalte rein und blende das ja, gut hoch. Also den sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so präsent auf dem Lid. Liegt vielleicht einfach am Farbton. Minimal. Also da kommt zwar gut Produkt auf dem Pinsel drauf, aber der Gelbton kommt auf dem Augenlid nicht so gut raus. Obwohl ich es neutralisiert habe vorher, muss ich dazu sagen. Okay, mache ich jetzt nochmal die andere Seite und dann teste ich einfach mal die nächste Farbe. Wie praktisch, dass dieser Pinsel hier schon etwas korallig ist. Ich gehe nämlich jetzt in diesen knalligen, koralligen Ton, hat sich gereimt. Und das passt auch voll gut zu meinem Oberteil heute. Hoffe, dass die Farbe etwas besser durchkommt. Das Ganze blende ich jetzt von außen. Gut, da merkt man doch schon einen Unterschied. Also ich blende das Ganze von außen über die Lidfalte nach innen. Also das ist was ganz anderes als das Gelb, liegt wahrscheinlich einfach am Farbton. Die Farbe lässt sich sehr, sehr soft ausblenden. Die hat eine richtig, richtig schöne Pigmentierung und kommt richtig gut raus. Wirkt schon echt, ja, fast Neon auf dem Auge und wird nicht fleckig oder so. Also richtig gut. So, ich habe jetzt mal mit einem Concealer eine Cut Crease gezogen und das auch relativ weit nach hinten, weil ich jetzt noch ein paar blaue Töne mit in das Make-up einblenden möchte. Ich muss ganz ehrlich sagen, also hier ist ja so ein krass metallischer Silberton, also hier sind schon so richtig schön funkelnde Töne, aber ich hätte mir ehrlich gesagt das Türkis
ihn schimmrig gewünscht. Deswegen hoffe ich jetzt, dass mein Plan aufgeht und ich werde das Türkis mit diesem holographischen, ich würde fast sagen, das sieht schon aus wie so ein Meerjungfrauen-Hololidschatten, mischen und auf meinem Lid platzieren. Drück mir die Daumen, dass das jetzt aufgeht. Also, man nehme, ich glaube, ich fange an mit dem hier. Wow, schau mal, wie schön die Farbe aussieht. Mega schön. Ich glaube, das sieht am Ende richtig gut aus. Jetzt gehe ich nochmal in das Türkis rein. Es muss... Scheiße. Ja, war eigentlich logisch. Aber tatsächlich wird der Türkiston jetzt metallisch. Zoom bitte. Siehste? Und das Ganze presse ich mir jetzt... Wow, das ist so eine nice Kombi. Sieht das geil aus. Ich kann nicht mehr. Und das kommt dabei auch noch richtig geil aufs Auge durch. Mega gut. Hier seht ihr einmal den Vergleich der matte Lidschatten im Vergleich zu dem gemixten schimmernden Lidschatten. Und das hier wirkt einfach ein bisschen brillanter. Und hier wirkt das Türkis einfach wesentlich intensiver. Ich finde beides super schön. So, mit einem angefeuchteten Pinsel gehe ich jetzt nochmal drüber, um das einfach einheitlich zu machen, damit auch die andere Seite schimmert. Und hier liegt das Glitzer jetzt so richtig schön oben auf. Also es ist die Palette ist super, super vielseitig einsetzbar. Also man kann da auf jeden Fall die Lidschatten sehr schön miteinander vermischen und verschiedene Looks, glaube ich, auch kreieren. Die Übergänge hier muss ich noch regeln. Und dafür nehme ich jetzt diesen richtig schönen blauen Ton und einen präzisen Pinsel. Ich probiere jetzt nochmal mein Glück und gehe hier in diese vordere Farbe rein, also die hellere Farbe in den vorderen Augenwinkel, also inneren Augenwinkel, um das hier einfach noch ein bisschen zu highlighten. Ihr seht es, dass diese Seite hier etwas brillanter wirkt, ne? Oder bilde ich mir das jetzt auch ein? Ich finde die Seite tatsächlich ein bisschen schöner, weil sie ein bisschen heller strahlt. Eigentlich kann ich es schon fast so sagen, dass das komplette Augen-Make-up ein Live-Test ist, denn ich habe auch diese Mascara hier für euch getestet und auch Wimpern, die neu in die Catrice-Theke eingezogen sind. Aber widmen wir uns erstmal dieser Mascara hier. Das ist die Glam & Doll Lash Colorist Mascara und ja, die habe ich auch benutzt. Schauen wir mal. Ich benutze jetzt als allererstes eine Wimpernzange und forme meine Wimpern wie immer vor. Dann werde ich in zwei Schichten diese Mascara hier auftragen. Also das ist jetzt das Ergebnis mit der Mascara. Und ich muss sagen, da habe ich schon deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass sie für mich persönlich am unteren Wimpernkranz richtig gut funktioniert hat. Und ich denke, dass sie da ihren Job megamäßig gemacht hat. Also dafür werde ich sie auf jeden Fall nochmal verwenden. Aber für den oberen Wimpernkranz würde ich, glaube ich, auf eine andere zurückgreifen. Da gibt es ja auch eine andere Glam & Doll, die hat mir wesentlich besser gefallen. Kommen wir nun zu den Fake Lashes. Ihr wisst, ich trage super gerne mal Kunstwimpern, gerade wenn das Augen-Make-up etwas extremer ist. Und da sind bei Catrice in die Theke neue Wimpern eingezogen. Und auch die liebe ich sehr. Ich habe ja schon immer die Insta-Volume Lashes gekauft und getragen. Und da haben auch immer super viele gefragt. Deswegen freue ich mich sehr, dass Catrice Nachschub gebracht hat. Ich kann euch nur noch die leere Verpackung zeigen, denn natürlich habe ich beide schon ausprobiert. Ein paar trage ich bereits. Und da geht es um die Lash Couture Dramatica Smoky Lashes. Musste ich jetzt gerade mal ablesen, ich hatte den Namen nicht im Kopf. Aber genau, die blauen trage ich jetzt gerade. Ich zeige euch das Ganze natürlich nochmal in Nahaufnahme. Und die anderen heißen Lash Couture Insta Extreme Volume Lashes. Und da blende ich euch auch einen kleinen Ausschnitt ein. Natürlich habe ich das auch abgefilmt. So seht ihr gleich die beiden Neuheiten direkt am Auge getragen und könnt für euch entscheiden, was ihr schöner findet. Ich für meinen Teil muss sagen, ich mag die Catrice Lashes unfassbar gerne, aber mir gefallen tatsächlich die Smoky Lashes ein Ticken besser als die Insta Extreme Volume Lashes. Und wenn ich super ehrlich bin, tränt die ganze Zeit auf dieser Seite hier mein Auge. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas von diesen drei Sachen, die ich jetzt heute aufgetragen habe, entweder Palette, Mascara, Wimpern, vielleicht sogar der Wimpernkleber, wobei das einer ist, den ich immer verwende, irgendwie nicht ganz so zu mir passt. Also ich glaube, vielleicht entwickle ich da so eine kleine Allergie oder so. Es reizt das Auge wahnsinnig. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist auch nur die Seite,
Auf der Seite ist alles cool. Ja, ihr merkt schon, dass ich diesen Live-Test über mehrere Tage abgedreht habe, weil das einfach Produkte sind, die man jetzt nicht direkt auf Schlag in einem Video testen kann. Ja, ich habe immer versucht, wenn ich das neue Produkt getestet habe, die Kamera mit aufzustellen, um eben meine Eindrücke mit euch zu teilen. So auch bei diesen Peelings hier. Die habe ich beide direkt unter der Dusche getestet. Das ist zum einen einmal das Alverde Naturkosmetik Coffee Scrub Körper Peeling. Fand ich megamäßig interessant. Und ein langer Favorit von mir, allerdings in einer anderen Duftrichtung, von Balea Schönheitsgeheimnisse Ölpeeling Totes Meersalz. Da verwende ich ja schon wirklich jahrelang die Duftrichtung Limongras. Und eine Zuschauerin hat mir das tatsächlich geschickt und meinte, guck mal, das könnte dir doch gefallen, weil du ja eher mehr so auf frische Düfte stehst und ich immer an dem Limongras-Duft gemeckert habe, mir aber dieser Pflegeeffekt super gut gefallen hat. So bin ich also unter die Dusche gegangen und habe zuallererst mal das Alverde Körperpeeling auf dem einen Bein aufgetragen und es riecht wirklich nach Kaffee pur. Also als würde man wirklich die Hand bzw. eine Portion Kaffee pur auf die Beine geben. Natürlich etwas grobkörniger und ich hatte auch das Gefühl, das Ganze hat einen richtig schönen Peeling-Effekt. Allerdings war mir dieses Peeling nicht ganz so pflegend genug. Es wirkte relativ trocken. Aber es riecht unfassbar gut nach Kaffee. Für mich persönlich hat einfach dieses Peeling von Balea besser abgeschnitten. Ich benutze es ja auch schon seit Jahren, also der Pflegeeffekt war mir bekannt. Das Ganze ist ganz, ganz stark in Öl getränkt, also man sieht das hier. Es ist super pflegend und ich habe einfach das Gefühl, ich muss mich danach auch nicht mehr eincremen. Und die Haut ist so richtig Babypopo-glatt. Und was ich megamäßig gut finde, ist dieser Duft. Das ist absolut mein Geschmack, also ein neuer, heißgeliebter Favorit. Das Limongras-Peeling war immer schon top. Der Duft hat mich immer etwas gestört. Das wurde überarbeitet. Ich bin wunschlos glücklich. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mich nach dem Balea-Peeling gar nicht mehr eincremen muss. Trotzdem habe ich mir diese Creme hier mitgenommen, auch von Balea. Die Body Cream Joghurt Happy Coco. Und ich habe sie mir mitgenommen, einfach weil da eine Kokosnuss drauf war. Ich liebe Kokosduft und gerade jetzt im Sommer. Und habe mir gedacht, ich kann das jetzt mal hier mit euch zusammen auspacken, den Geruchstest machen und vielleicht hier auch auf dem Handrücken mal schauen, wie das Ganze so von der Textur kommt. Komm schon. Ein Traum, es riecht ohne Scheiß nach Kokosjoghurt. Ich habe schon lange keinen Kokosjoghurt mehr gegessen. Oh, super, super seidig. Wie so ein Serum. Ich habe jetzt ein bisschen viel genommen. Wow, aber sehr, sehr angenehm. Gar nicht so fettig. Ich hätte jetzt gedacht, wie so eine Body Butter, ne? Aber sehr, sehr leicht. Also wenn man sich das so vorstellt, eine Body Butter ist die Tagescreme und dieser Body Joghurt ist das Serum, was man drunter gibt. Das ist wirklich super leicht und verschmilzt richtig, wird richtig flüssig und der Geruch ist mega gut, also nice. Es gibt etwas neu bei DM von Balea, was mein Interesse sehr, sehr geweckt hat, wo wir jetzt vielleicht nicht in diesem Video ein Fazit finden können, aber wo wir zumindest ein First Impression teilen können. Und ich glaube auch, dass es sehr viele von euch interessiert und ihr aufgrund des Preises vielleicht erstmal wissen wollt, okay, wäre das überhaupt was für mich? Deswegen habe ich das gekauft, um euch vielleicht sagen zu können, dass es gut schmeckt, dass es nicht gut schmeckt, was auch immer. Es geht hier um den Balea Beauty Drink. Der soll auf jeden Fall für die Haut sein. Der Balea Beauty Drink mit Hyaluronsäure versorgt den Körper mit Nährstoffen für die Haut. Die Trinkampullen mit Biotin, Vitamin C, Kupfer und leckeren Johannisbeertraube-Geschmack unterstützen die Schönheit der Haut. Ihr wisst ja auch wahrscheinlich aus einem meiner Videos, was ich letztens hochgeladen habe, dass ich ein bisschen Probleme habe mit meiner Haut. Hier ist auf jeden Fall Hyaluron drin und pro Ampulle hat das Ganze 18 Kalorien. Das ist ein bisschen was. Ja, ich habe hier noch keine einzige genommen, das mache ich jetzt mit euch zusammen. Einfach um einen Geschmackstest zu machen. Ja, ich meine, Geschmäcker sind immer unterschiedlich, aber vielleicht könnt ihr euch dann besser ein Bild davon machen und wisst, ob ihr das Geld für euch investieren wollt. Ich werde das Ganze jetzt mal schütteln. Es soll ja nach Johannisbeere schmecken. Das ist sauer. Aber wie? Oh, und ganz intensiv vom Geschmack.
Aber es ist lecker. Also man kriegt es auf jeden Fall runter. Das ist jetzt nicht wie so eklige Shakes oder so. Das ist auf jeden Fall genießbar. Man muss sich, glaube ich, nur darauf einstellen, dass es wirklich sehr intensiv vom Geschmack ist. Okay, ihr Lieben, Ampulle 1 ist vernichtet. 20 Stück befinden sich hier drin. Also die nächsten 19 Tage werde ich immer eine nehmen und werde euch da auf jeden Fall auf Instagram auf dem Laufenden halten, ob ich etwas merke mit meiner Haut, ob sich da was tut und verbessert und euch da auf jeden Fall Feedback geben. In meiner Insta-Story habe ich mich letztens mit euch gemeinsam abgeschminkt und da habe ich gar nicht das Produkt gezeigt, welches ich dafür verwendet habe. Und super viele haben gefragt, mit was für einem zuverlässigen Reinigungswasser ich mich da gerade abschminke, weil das wirklich husch weg war wie im Nu. Und ich verwende einfach super gerne dieses Garnier Micellen Reinigungswasser All in One. Es ist jetzt aber etwas Neues von Garnier in die Theke gekommen und das hat mich auch direkt angefixt. Ich wollte es auf jeden Fall einmal ausprobieren und weil es neu ist, habe ich gedacht, passt es auch super in dieses Video hier. Garnier Bio, Bio Kornblume. Und das ist auch ein All-in-One Micellen Reinigungswasser, ebenfalls für Augen- und Lippen-Make-up. Und ich habe das beides mal gegeneinander antreten lassen. Also starten wir einmal mit dem Grün hier, das All-in-One Micellen Reinigungswasser. Ich gebe mir, ja, gut eine Menge auf mein Wattepad. Und das hier schüttle ich vorher einmal, weil das so ein Zwei-Phasen-Ding ist, aber auch All-in-One. Und da gebe ich in etwa die gleiche Menge hier auf mein Wattepad drauf. Und zacki zack, beides direkt auf die Augen. Das lasse ich jetzt einen Moment einwirken. Ich muss gerade einmal gucken, ob ich überhaupt aufnehme. Weil so mache ich das eigentlich immer. Oh, dieses grüne Zeug, das riecht richtig schön, so nach Wellness irgendwie. Sehr, sehr angenehmer Duft. Ich reibe so ein bisschen hin und her einfach, um alles gut lösen zu können. So, und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Wow. Beides relativ gut abgegangen, ne? Also es ist kaum ein Unterschied zu sehen. Auf dieser Seite hier müsste ich jetzt noch ein bisschen nachgehen. Ich habe das Gefühl, auf der Seite hat es ein Ticki besser funktioniert. Ich drehe das Wattepad um und gehe nochmal in einer zweiten Schicht drüber. Im Endeffekt muss ich euch ganz ehrlich sagen, finde ich das hier fast noch ein bisschen besser. Es ist ein bisschen angenehmer als das hier tatsächlich, weil dieses im Nachgang so ein, ja, klebrigen Film hinterlässt, was ich bei diesem hier nicht so empfinde. Und der Geruch ist für mich auch viel, viel angenehmer. Das heißt, glaube ich, dass dieses hier ja, abgelöst ist durch das. Natürlich werde ich das hier noch aufbrauchen und das ist ja auch nach wie vor noch gut. Aber beide sind auf jeden Fall absolute Kaufempfehlungen. Da muss man mal schauen, was einem vielleicht besser liegt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich sage bis bald. Tschüss.